Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Die ersten drei Arbeitstage sind geschafft. Ich habe ja mitten in der Woche wieder das Arbeiten angefangen und ja, es ist doch sehr ungewohnt, wieder 8 Stunden rumzusitzen, sage ich mal. Ne? Also man merkt schon, dass sich da der Körper an die Freiheit gewöhnt hat nach 3 Wochen. Aber es war absolut okay. Es war auch ein angenehmer Einstieg mit nicht zu vielen Aufgaben, sodass man nicht gleich wieder die Urlaubserholung sozusagen dahinschwinden gesehen hat. Von daher war alles okay. Ansonsten waren wir in der Woche auch noch ziemlich fleißig. Gerade Montag haben wir nun endlich so die letzten Umbauarbeiten innerhalb meiner Wohnung sozusagen abgeschlossen. Das Büro steht, der Schreibtisch ist endlich aus dem Wohnzimmer ausgezogen. Und ich finde, es ist richtig toll geworden, fühle mich da jetzt auch sehr wohl und auch mein Wohnzimmer ohne Schreibtisch, ohne diesen einen Chaosplatz in meiner Wohnung, den im Wohnzimmer zu haben, fühle ich mich ganz wohl. Das hatte dann auch zur Folge, dass ich ja in meinem Wohnzimmer ein bisschen Platz bekommen habe und das andere Bücherregal ein bisschen mittiger gestellt habe und auch Bücher aussortiert habe, umgeräumt habe. Ich denke, ihr seht es hier, ich habe jetzt auch meine Lichtbox so ein bisschen zentraler gestellt und da sitzt auch gerade noch Samwise, der muss natürlich eigentlich ins Herr der Ringe Regalfach, aber er ist eigentlich fach so süß. Ich bin absolut verliebt und deswegen darf ich hier noch so ein bisschen neben Dorothys stehen, sozusagen von den Golden Girls. Und ja, ich habe auch wieder ein bisschen was an Büchern aussortiert, habe es bei Momox und auch Rebuy verkauft. War jetzt nicht allzu viel, aber ich finde, es lohnt sich auch tatsächlich da die Verkaufspreise zu vergleichen. Ich glaube, wenn ich es komplett bei Momox verkauft hätte, was mehr gewesen wäre als bei Rebuy, hätte ich trotzdem noch 8 Euro weniger bekommen, als wenn ich eben 2 Pakete mache, weil eben manche Preise bei Rebuy besser waren. Von daher, da lohnt es sich wirklich, das wirklich in beide Apps oder Verkaufsstatistiken mal einzugeben. Ich mache es ja so, ich scanne immer in eine der Apps sozusagen die Bücher ein, gehe dann an den PC und mache Copy-Paste mit den IBANs und mache das in die andere Plattform und vergleiche dann eben meistens in der Excel-Liste die Preise und das hat ganz gut geklappt. Und mal gucken, was ich mir von dem Erlös sozusagen jetzt als nächstes dann so zulege. Mal gucken, ob es Bücher werden oder vielleicht mal ein neues Mikro wäre nicht schlecht, so für die Hangouts, aber mal gucken. Ja, lesetechnisch lief es auch ganz gut. Ich habe 2 Bücher komplett gelesen und in den Kurzgeschichten von King. Das machen wir einfach so der Reihe nach. Das erste Buch dieser Woche war Auf ewig dein von Eva Völler. Ja, es greift das Blauthema der letzten Woche wieder so ein bisschen auf, aber das nächste Buch ist dann auch blau. Also es ist sehr merkwürdig, es sind tatsächlich irgendwie gefühlt ein paar blaue Bücher gewesen. Ja, es ist der erste Teil einer neuen Reihe von Eva Völler und ist die Time School Trilogie, glaube ich, wird es. Und ja, die wurde am Wochenende gelesen. Dann habe ich, noch im Urlaub angefangen, schon noch am Dienstag angefangen, Superior von Annemarie Jungwirth, Das dunkle Licht der Gaben, ein Buch aus dem Drachenmond Verlag, was mir wunderbarerweise signiert zur Verfügung gestellt wurde von der Autorin, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und dann haben wir sind Sandra, Tanja und ich, wieder in Nachtvisionen gelesen. Ich habe leider erst 2 der 3 geplanten Kurzgeschichten von Dan Simmons gelesen. Ich denke, die dritte werde ich heute lesen und dann wollen wir die etwas längere Kurzgeschichte, die ja, glaube ich, trotzdem 150 Seiten hat, von George R. Martin auf 2 Tage aufteilen und da werde ich auch noch ein bisschen was erzählen. Dann ist die Abstimmung in unserem Leseclub fertig. Da werde ich den Sieger dann natürlich auch noch kurz in die Kamera halten und auch das neue Buch von Dan Simmons, also das Buch von Dan Simmons, das wir jetzt neu im Leseclub lesen, also im Dan Simmons Club, im Dan Simmons Lesegruppe, wie auch immer wir es nennen wollen, das wo nächste Woche startet, da werde ich dann auch noch kurz drauf eingehen. Aber ich denke, wir beginnen jetzt einfach mit Auf ewig dein von Eva Völler. Das ist am 21. Juli diesen Jahres im One Verlag erschienen, kostet als Hardcover 15 Euro, als E-Book 11,99, hat circa 380 Seiten und ist der Auftakt der Time School-Reihe, welche wohl auch eine Trilogie wird. Mir wurde das Buch zusammen mit einem Coffee-to-go-Becher vom Verlag zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank nochmal dafür und ich habe mich sehr, sehr auf dieses Buch und auf die Reihe von Eva Völler gefreut. Es ist im Grunde ein Fortsetzungsroman
Reihe der Zeitenzauberreihe, denn es geht hier bei den Protagonisten wieder um Anna und Sebastiano, die man aus der Zeitenzauberreihe kennt. Und ich glaube, man kann das Buch auch ohne die Vorkenntnisse der Zeitenzauberreihe lesen. Aber es gibt natürlich viele Andeutungen, viele Bezüge zu Dingen, die in der Zeitenzauberreihe, schwieriges Wort, passiert sind. Und ich glaube, die versteht man einfach besser, wenn man die Zeitenzauberreihe kennt. Und dann macht auch, glaube ich, auf Ewig Dein ein bisschen mehr Spaß. Es wird wohl schon an Band 2 und 3 gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass man wieder so im jährlichen Rhythmus, wie das ja bei Jugendtrilogien oft der Fall ist, ja, die nächsten Bände dann auch erhalten wird. Und es ist auch hinten ein kleines Nachwort von Eva Völler drin, warum man nicht eine Zeitenzauber Buch 4 draus gemacht hat. Und da erklärt sie so ein bisschen, warum und weshalb. Und dass es eben auch viele neue Charaktere gibt und der Schwerpunkt eben auf diese Zeitenschule gelegt wird. Und ja, die hat sich eben gegründet durch unter anderem Anna und Sebastiano, die wir eben ja schon aus der Zeitenzauberreihe kennen. Und sie sind Mentoren an dieser Zeitreiseschule. Und die ist in Venedig, was ich wundervoll fand, denn wir haben hier auch wieder ganz tolle Beschreibungen dieser Stadt, die mir persönlich nicht ganz so gut gefallen hat. Die Beschreibungen in den Büchern sind definitiv besser. Aber man fühlt sich auf jeden Fall nach Venedig versetzt. Und die beiden haben jetzt schon neue Schützlinge, zum Beispiel Fatima aus dem 13. Jahrhundert. Die haben sie aus einem Haremskreis befreit, mehr oder weniger. Und wir treffen auch auf Ole, und der ist Sohn eines Wikinger-Häuptlings. Und ja, genau so kann man ihn sich auch vorstellen, wie so ein Elefant im Porzellanladen. Seine Geschichte konnten wir ja im Auftakt lesen, in dieser Kurzgeschichte, die das Prequel sozusagen dazu ist, wo ich jetzt leider den Namen vergessen habe, habe ich aber gelesen. Ich blende es euch mal kurz hier oben ein. Und ja, die Gruppe sozusagen reist jetzt an den Hofe des Heinrich den 18. ins Jahr 1540. Heinrich des 8. ins 16. Jahrhundert, 1540 nach England. Und da gibt es eine große Aufgabe und es gibt einige verwirrende Träume, die sich eher anfühlen wie Visionen, gerade bei Anna, und die es zu verstehen gilt und auch, dass man einfach die Erklärung sucht für diese Träume, denn darin taucht ein junges Mädchen auf, das einige neben Anna eben auch irgendwie zu etwas beeinflussen möchte und es dann allerlei Dinge gibt, die darin noch passieren. Ich möchte gar nicht so viel zur Story erzählen, denn man spoilert vielleicht ein bisschen die Zeitenzauberreihe, aber ich finde, es passieren so viele Dinge in diesem Buch, dass man die gar nicht einzeln benennen kann, ohne irgendwas vielleicht vorwegzunehmen, was beim Lesen Spaß machen kann. So viel ist gesagt, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Zeitenzauberreihe. Ich habe irgendwie ein Problem mit dieser Wortkonstellation heute. Mir hat diese Reihe unglaublich gut gefallen. Ich bin Zeitreisemädchen. Ich mag das unglaublich gerne. Ich mag auch die Idee, wie sie Eva Völler hier entwickelt hat, wie man eben zum Zeitreisen kommt. Die Regeln, die Eva Völler geschaffen hat, dass zum Beispiel Worte, die es eben in der Vergangenheit nicht gibt, sich innerhalb eines Satzes für den anderen verändern, dass der eben weiß, was gemeint ist. Es gibt ja auch das Phänomen, dass alle im Grunde eine andere Sprache sprechen, aber wenn sie eben reden, klingt das für jeden so, wie er die Sprache eben braucht. Also für Anna zum Beispiel Deutsch und für Sebastiano Italienisch. Und das finde ich tolle Regeln, die sich Eva Völler ausgedacht haben, die tatsächlich irgendwie logisch sind, insofern Zeitreisen eben logisch betrachtet werden können. Und ich finde, Eva Völler hat das auch hier im Auftakt wieder unglaublich gut gemeistert. Sie hat sehr viel Spannung aufgebaut, tolle Charaktere dazu gebracht. Also Fatima fand ich toll, ich mochte auch Ole, ich mochte auch den Hofnarren unglaublich gerne bei Heinrich dem 8. Und ich bin ja ein Fan der Tudors, also Heinrich des 8. Und ich mag diese Geschichte und die Ränkespiele, die sich doch dieser etwas verrückte König so herausgenommen hat. Und man hat halt den direkt vor Augen und man hat diesen ganzen Hofstaat vor Augen. Und das ist halt, was dieses Buch auch so lebendig macht. Also es ist bildlich unglaublich gut gestaltet und man hat wirklich so den Eindruck, man ist mit vor Ort, man ist mit dabei, man geht auf
ja, diese Reise, und das hat echt großen Spaß gemacht. Und es sind viele Dinge darin passiert. Es war unglaublich spannend und man wollte das Buch auch zwischenzeitlich manchmal gar nicht weglegen. Und man hatte wirklich großen Lesespaß darin, im Grunde auch die Charaktere zu entdecken, Stärken und Schwächen und natürlich auch so ein bisschen die Liebesgeschichte von Anna und Sebastiano, die ja doch jetzt ein bisschen tiefgründiger ist als noch in der Zeitenzauberreihe. Und das hat einfach ganz viel Spaß gemacht. Es gab so ein, zwei Dinge, die mir persönlich einfach zu viel waren. Also ich fand, Eva Völler wollte zu viel in diesem ersten Band. Und es passieren auch manche Dinge so hoppla hopp, was ich einfach ein bisschen schade fand. Ich denke, dass das im zweiten und dritten wieder ein bisschen besser wird. Aber ich glaube, sie wollte hier ganz viel reinpacken und hat so viel zu erzählen und hat sich da gar nicht so zurückgenommen. Und mir war es an mancher Stelle einfach zu viel. Das tut der Geschichte aber nur einen ganz, ganz kleinen Abbruch, wie ich finde. Denn es hat mir wirklich großen Lesespaß bereitet. Und ich glaube, wer Zeitreisen mag, wer auch die Zeitenzauberreihe schon Zeitenzauberreihe schon kannte, das ist wirklich schwierig, ich weiß nicht, woran es liegt. Der wird auch mit Auf ewig dein ja sehr viel Spaß haben, und ich glaube auf jeden Fall, dass auch ich den zweiten und dritten Teil lesen werde, weil ich den Auftakt hier wirklich so gelungen fand und natürlich auch diese schimmernde Cover unglaublich schön finde und ja, ich das wirklich für großes Kino halte und es wirklich für ein Jugendbuch ganz, ganz toll geschrieben ist. Ja, und dann ging es weiter mit Superior, und zwar ist das von Annemarie Jungwirth. Das ist der Auftakt, ich denke, auch einer Trilogie, vielleicht auch nur einer Dilogie. Aktuell arbeitet die Autorin am zweiten Teil. Das dunkle Licht der Gaben ist aus dem Drachenmond Verlag, ist am 8. Juli diesen Jahres erschienen. Das Cover, was ich mega finde, ist von Marie Grasshoff, die so manches bekannte Cover aus dem Drachenmond Verlag schon gestaltet hat. Und ich finde das einfach Hammer. Also das ist wirklich, beim Drachenmond Verlag sind die Cover wirklich fast immer ein Träumchen, und auch so hier. Das Taschenbuch kostet 14,90, das E-Book gibt es für 4,99, was ich ja beim Drachenmond Verlag wirklich großartig finde, sind die E-Book-Preise, dass man das genau umsetzt, was ich ja bei vielen anderen Verlagen negativ finde. Finde ich hier wirklich toll, dass hier die Datei sozusagen wirklich 4,99, da kann man überhaupt nicht meckern, und finde ich wirklich großartig, dass das der Drachenmond Verlag so anbietet. Und das Buch hat 340 Seiten. Ich habe das Buch entdeckt. Ich bin ja Mitglied im der Drachenmond Blogger Lounge und habe das Buch schon in der Vorschau sozusagen entdeckt, habe mich in den Klappentext ja total interessiert verliebt und hatte dann eine Anfrage der Autorin, dass sie ja im Grunde durch meine Videos natürlich darauf aufmerksam wurde, dass ich auch immer mal ein Drachenmond-Kind sozusagen lese und ob ich nicht Lust auf ihre Geschichte habe. Und da das so Zufall des Vielen war sozusagen, habe ich natürlich ja gesagt und habe mich dann mega gefreut, als das Büchlein zusammen mit Lesezeichen und Postkarte und auch signiert bei mir angekommen ist. Und es ist wirklich eine wunderschöne Aufmachung von dem Buch. Ich finde die Drachenmondbücher also wirklich immer wunderschön gemacht. Man sieht hier eben auf der Seite so diese Blumenranken und die zeigen sich natürlich dann auch hier. Also wirklich von der Aufmachung wunderschön. Hat sich auch ja problemlos lesen lassen, trotz des etwas größeren Formates, so von der Breite, glaube ich. Ne? Naja, gut, nicht zum Hardcover, aber zum normalen Taschenbuch. Es ist ein bisschen breiter als hoch. Aber ich finde es wirklich schön gemacht. Aber es kommt ja nicht auf das Äußere an, sondern natürlich auf den Inhalt. Und wir haben hier eine Dystopie, das kann man schon soweit sagen. Wir haben also so ein bisschen Science Fiction, denn wir treffen auf die 20-jährige Amelia, die bei ihrer Pflegefamilie aufgewachsen ist, weil ihre Mutter unter Drogen und ja allerlei Straftaten irgendwann ins Gefängnis musste. Sie ist aber ganz glücklich in dieser Familie und hat dort auch ja eine Halbschwester, mit der sie jetzt auch noch am College zusammenlebt. Und wir leben hier in einer Welt, in der es eben Superioren gibt. Das sind Menschen mit besonderen Gaben. Und da die Gaben alleine nicht reichen, gibt es eben zum 21. Geburtstag, zur Vollendung des 21. Lebensjahres eben auch eine Art, ja, wir suchen einen Heiratskandidaten für tolle junge Frauen. Und ja, Amelia hat aber keine Gabe, da ist man, oder noch keine ausgeprägte Gabe, die noch nicht erwacht ist. Und sie selbst sieht ihr Leben auch eher so, ja, dass es nicht von Dauer ist. Und ja, gibt sich eben dem Alkohol, den Männern und ja, einfach hat einfach sehr übermäßigen Spaß, würde ich sagen. Sie muss selbst alle 4 Wochen, glaube ich, oder alle 3 Monate zu einer Arztuntersuchung. Und dort hat sie sich so ein bisschen in den Arzt Nathan verguckt.
mit dem sie auch immer flirtet, der in der Regel auch zurückflirtet. Und eines Abends ist es dann soweit, dass beide sich so ein bisschen näher kommen. Allerdings gibt es doch viele Ränkespiele und auch politische Spielchen im Hintergrund, die es Amelia ein bisschen schwer machen, denn eines Tages wird sie einfach so aus ihrem Zimmer bei ihrer Pflegefamilie entführt und es werden allerlei Tests an ihr durchgeführt, die unglaublich schlimm sind und der Folter im Grunde sehr, sehr nahe kommen. Denn man vermutet bei ihr etwas im Innern, was herausgekitzelt werden soll. Und die Umwandlung in ihr beginnt sozusagen. Und auch das Umdenken, was diese ganze Welt angeht, mit diesen Superioren zusammenbringen, damit noch geilere Kinder da rauskommen, ist gestartet. Und wir treffen auf grandiose Charaktere. Ich finde, Amelia ist wirklich für diese Art von Buch sehr, sehr gelungen. Mit der habe ich unglaublich mitgefiebert. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, wie die ausgearbeitet wurde. Auch Nathan und ganz besonders bin ich verliebt in Sky. Sky kann Gedankengefühle der Menschen sozusagen innerhalb seines Radiuses einnehmen und den fand ich super cool. Also der hat mir echt Spaß gemacht. Natürlich gibt es nicht nur gute Charaktere, es gibt natürlich auch im Grunde Anti-Charaktere, die man natürlich schaffen möchte, um da natürlich so ein bisschen gut-böse herauszuarbeiten. Aber ja, schreibtechnisch ist dieses Buch grandios gemacht. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, die Geschichte zu erleben, diese Dystopie, der Anfang, dass eben ja so das System, wie es gerade ist, bekämpft werden muss, dass nicht alles immer gut läuft. Und dann hat man eben, da passt dann natürlich auch so diese Unterüberschrift, das dunkle Licht der Gaben, dass eben, ja, auch wenn man eine tolle Gabe hat, man nicht automatisch zu den Guten gehört. Und ich fand schreibtechnisch das unglaublich spannend aufgebaut. Es gab wirklich Spannungsbögen, die gegipfelt sind, ein bisschen abgeflacht haben, man kurz durchschnaufen konnte und es ging weiter. Und ich fand es großartig. Ich mochte auch den Perspektivwechsel. Wir haben hier drei Perspektivwechsel zwischen Amelia, Nathan und noch jemanden, den ich jetzt aber nicht verraten möchte. Und das fand ich auch ganz, ganz toll gemacht. So hat man einen Blick auf die ganze Geschichte, hat verschiedene Charaktere, die man begleitet und die ja einfach das sehr, sehr spannend auch gestalten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch diese Idee dieser Menschen mit Gaben, auch wenn es nichts komplett Neues ist, finde ich die Sichtweise darauf sehr spannend gemacht, sehr interessant gemacht, auch mal ein bisschen anders erzählt, wie ich finde. Und das hat mir an dieser Dystopie wirklich gut gefallen und auch ja, so diese verschiedenen Gaben, die wir schon im ersten Band kennenlernen, fand ich wirklich toll. Und auch wie die Menschen eben in diesem System funktionieren, wie zum Beispiel die Schwester von Amelia, die jetzt eben hier 4 Heiratskandidaten hat und eigentlich sagt, ich möchte auf mein Herz hören, dann aber erfährt, wer von den 4 den besseren Score hat, also am besten zu ihr passt und die besten Kinder sozusagen dabei rauskommen und eben diesen Zwiespalt hat, ob sie auf ihr Herz hört oder doch eher, wie ihr das System das vorgelebt hat und man dann eben so manche Entscheidungen nicht ganz immer nachvollziehen kann, aber in Anbetracht dessen, dass man eben in einem System groß geworden ist und das im Grunde auch für einen wichtig ist, wie für ihre Schwester, das dann natürlich schon nachvollziehbarer ist und man halt merkt, wie Systeme funktionieren und das ist ja bei uns auch nichts anderes, ne, auf unserer Welt. Also es ist ja nicht weit weg und man ist eben oft so geprägt, wie es einem vorgelebt wurde und handelt eben auch sehr oft danach. Und auf diesen 340 Seiten passiert unglaublich viel, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Also es sind wirklich Wendungen und Dinge, die mich manchmal total erschüttert haben. Am Ende hatte ich auch so ein paar Tränchen in den Augen und es sind einfach Dinge passiert, die ich nie gedacht hätte, dass sie in dieser Art schon im ersten Band passieren. Auch hier habe ich aber nicht das Gefühl, dass es zu viel ist, sondern wirklich, dass das die Autorin großartig gelöst hat. Und natürlich sehr gemein am Ende, dass man denkt, oh, ich muss unbedingt weiterlesen und ich hoffe, dass Annemarie schnell weiterschreibt, damit man ganz schnell den zweiten Band lesen kann. Und das wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ich muss leider auch einen kleinen negativen Punkt erzählen, den ich sehr oft leider bei Jugendbüchern habe, ist manchmal so ein bisschen das Verhalten von unserer Amelia, die sich hier in jemanden verliebt und es auch sehr viele Spannungen gibt und auch sehr viele erotische Funken fliegen. Und ich muss einfach sagen, wenn ich mir vorstelle, ich bin gerade in dieser Welt
und ich habe, wurde gerade gefoltert und ich wurde gerade, wurde mir eröffnet, wie diese Welt vielleicht doch funktioniert. Ich weiß nicht, ob mein einziges Problem gerade wäre, wann ich ihn denn wiedersehe, wann ich ihn ins Bett bekomme und warum er mich gerade so angesehen hat, wie er mich angesehen hat. Das ist einfach etwas, was ich extremst unrealistisch finde und es tut mir auch echt leid. Es gab so 2, 3 Szenen hier drin, wo ich dachte, ach nee, bitte jetzt vergiss diesen Schmarrn und kümmere dich darum, dass es dir wieder gut geht und mach endlich die Augen auf, dass, wie diese Welt tickt. Und das ist einfach immer für mich so, dass ich weiß, Jugendbücher funktionieren so und vielleicht finden das Jugendliche auch ganz toll, diese erotische Prickelei und ich habe auch nichts gegen die Erotik darin und gerade so die ersten Szenen, wo es noch gepasst hat, fand ich auch sehr schön formuliert. Aber als sie so mitten im Geschehen ist und merkt, was ihre Welt ist und welchen Teil sie darin spielt und sie ist dann enttäuscht, dass er sie da heute mal und ich möchte nicht, dass man als Mädchen, als Frau, wenn man irgendwie mitten im Krieg steht, dann nur denkt, oh, warum guckt er mich gerade nicht an? Das sind immer so 2, 3 Augenrollmomente bei mir gewesen, die aber der ganzen Geschichte natürlich keinen Abbruch tun, die mich aber einfach so für den Moment gestört haben, wo ich mir denke, warum muss es immer so in Jugendbüchern sein? Das ist so, was ich einfach unglaublich schade finde, wo ich denke, warum kann dann nicht mal das Mädel die sein, die sagt, ja, du kannst mich hier schmachtend anschauen, wir haben jetzt mal was anderes zu tun. Und das hätte ich mir einfach gewünscht, weil es hätte einfach zu Amelia viel, viel besser gepasst, wenn sie da die ist, die im Grunde ablehnt und sagt, hey, mir ist gerade das und das passiert und wir haben jetzt das und das vor, jetzt müssen wir hier mal nicht in die Kiste und uns im Bett regeln. Ne? Also das würde ich mir mal von einer weiblichen Charakterin wünschen. Das hat für mich auch einfach nicht so richtig zu Amelia gepasst, dass sie nicht so reagiert hat und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber ein tolles Buch, absolute Empfehlung, hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, war spannend, packend und ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht und hoffe, dass der zweite Teil nicht zu lange auf sich warten lässt. Und das dritte Buch sozusagen dieser Woche war wieder in Nachtvisionen. Ja, das ist ein Kurzgeschichtensammlung. Hier enthalten sind 7 Kurzgeschichten von Stephen King, Dan Simmons, George R. R. Martin. Ist 1990 im Heine Verlag erschienen. Gibt es auch nur noch in gebrauchter Version. Also wenn ihr da den Preis irgendwie sucht, ich glaube, meine Ausgabe steht nicht hinten drauf. Aber bekommt man gebraucht auch schon sehr günstig. Ich habe es bei meiner Mama im Bücherregal, im Stephen King Bücherregal gefunden und dachte, oh, Dan Simmons sagt dir was, oh, George R. R. Martin sagt dir was, das ist sozusagen geklaut. Habe ich mitgenommen, hat 410 Seiten, lese ich zusammen mit Sandra und der lieben Tanja, die Kanäle natürlich, unten in der Infobox. Und wir haben die 3 Geschichten von Stephen King schon gelesen in der Vorwoche, wollten diese Woche dann die 3 Geschichten von Dan Simmons lesen. Ich bin leider bis jetzt nur zu den 2 gekommen, denke, werde heute den 3. lesen und dann in der nächsten Woche auch die etwas längere Geschichte von George R. R. Martin. Ich muss ehrlich sagen, die Stephen King-Geschichten waren okay, die Dan Simmons-Geschichten haben mich nicht so vom Hocker gehauen. Ich glaube, es liegt einfach an der Kürze der Geschichte. Der Schreibstil von Dan Simmons, der ist wirklich grandios, sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Geschichte. Ich habe die zweite aber, glaube ich, einfach gar nicht verstanden. Und die erste war schon sehr düster, sehr dunkel und hat einen ganz schön runtergezogen. Da geht es auch so ein bisschen um Krebs und ich bin sehr gespannt, um was es in der 3. gehen wird, die da heißt Inversons Gruben und sehr gespannt bin ich auf George R. Martins Maskerade, denn da bin ich einfach total neugierig, was der Mann neben das Lied von Eis und Feuer noch so geschaffen hat und bin da sehr, sehr neugierig drauf und auf jeden Fall in der nächsten Woche, dann denke ich, der Abschluss vom Buch, dann ist ja auch der Oktober, wollte ich sagen, rum, nein, dann ist natürlich auch der August rum und bis dahin möchte ich es dann natürlich auch beendet haben und ich denke, das kriegen wir 3 dann auf jeden Fall auch hin, auch hier macht der Austausch natürlich wieder großen Spaß und wird sehr genossen von uns und da sind wir auch schon bei Austausch, die nächsten Bücher, die wir im September im großen Kreis zusammen lesen, ist zum einen
von Dan Simmons Kinder der Nacht. Es gibt ja eine Dan Simmons Lesegruppe. Ich packe sie mal in die Infobox, weil mich jetzt auch einige via Facebook und Instagram gefragt haben. Das wird nicht in unserem Leseclub gelesen, sondern es gibt eine eigene Gruppe, wo wir auch schon Terror gelesen haben und Root gelesen haben und auch das Buch von Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit, was ja jetzt nicht so gut war. Und ja, ab dem 2. September, also nächsten Samstag, ja, starten wir eben mit einem ganz anderen Buch von Dan Simmons, denn wir haben hier tatsächlich mal ein bisschen ja, Horror, würde ich sagen. Es heißt düster, packend, nervenzerreißend. Kinder der Nacht ist einer der spannendsten Romane, die überhaupt je geschrieben wurden. Und Stephen King sagt, Dan Simmons schreibt wie ein Gott, ich kann kaum sagen, wie sehr ich ihn beneide. Und ja, es geht hier eben ja um Vampire und wir reisen, glaube ich, direkt auch nach Rumänien zu einer Ärztin, die bei einem weißen Jungen eine merkwürdige Blutstruktur findet und sie adoptiert den Jungen, nimmt ihn mit in den USA und das ist aber ein fataler Fehler, denn der Junge ist ein Vampir und sein Vater ist Graf Dracula. Und ich bin mega gespannt, was Dan Simmons aus diesem Klappentext sozusagen tut. Es ist auch schon eingeteilt, wie ihr seht, wir lesen glaube ich 10, 11, 12 Tage daran, das Buch hat 660 Seiten und wir versuchen ja immer so zwischen 50 und 60 Seiten am Tag einzuteilen. Wir starten am 2. und ich am 12., 13. irgend sowas sind wir dann fertig und das begleitet mich sozusagen Anfang September. Und auch das Leseclub-Buch ist gewählt für den September. Es konnten ja aus 4 Büchern gewählt werden, die ich ja im Vorstellungsvideo vorgestellt habe zum Leseclub bei den Veränderungen. Und ich glaube, ich werde jetzt immer mal zu diesen Leseclub-Büchern sozusagen eine kurze Vorstellung machen, dass man den Klappentext und so gehört und gesehen hat. Und ja, hoffe, ihr seid da zahlreich mit dabei. Der Leseclub natürlich auch unten in der Infobox. Und das September-Buch wurde von Lucinda Riley Della Lavendelgarten, ein Buch, das schon jetzt glaube ich auch fast ein Jahr bei mir subbt, wenn ich mich nicht irre, habe ich mir mal bei Rebuy bestellt, wenn es nicht Medimops oder Avell war, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht mehr. Es ist kein Stempel, also dürfte es wahrscheinlich gar nicht Avell sein, ich weiß es nicht mehr. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Lavendelgarten. Wir starten, glaube ich, am 18., ja, ich glaube am 18., am Montag und sind dann auch kurz vor Ende des Septembers sozusagen fertig. Und wir haben hier ein Herrenhaus in der Provence, eine adlige Familie und eine schicksalshafte Liebe. Und es heißt hier, unwahre Liebe ist wie ein Versprechen, das selbst die größte Dunkelheit erhält. Es ist mein erstes Buch von Lucinda Riley. Ich bin mega, mega gespannt. Es gibt ja viele, die von ihr so schwärmen. Und es ist schon mal toll, wenn es mir gefällt, dass es dann schon ganz viele Bücher gibt, die man so nach und nach wegsuchten könnte. Und ich freue mich sehr. Und ja, wenn ihr zusammen mit uns sowohl im Leseclub wie bei Dan Simmons in der Lesegruppe gemeinsam lesen wollt, guckt in die Infobox. Die Bücher werden wir jetzt im September lesen. Und ich denke mal, dass dann wieder Mitte September die Umfrage sein wird für das Oktoberbuch und dass wir dann eben so auf Ende Oktober, ja, dann eben das Oktoberbuch lesen werden für alle, die immer mal wieder fragen. Und es macht auch gar keinen Sinn, schon viel früher im Oktober anzufangen, weil es ist ja auch irgendwann die Buchmesse, wo einige sein werden, ich ja nicht. Für mich geht es ja im Oktober nochmal in die Sonne und beides war sozusagen nicht möglich an Reise. Und ja, ich denke, da werden wir vielleicht auch was Gruseliges uns ein bisschen raussuchen, aber seid da einfach gespannt. Dann gab es in dieser Woche die 6. Folge von Game of Thrones. Und dazu gab es dann am Dienstag auch einen Hangout bei mir, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, zusammen mit Lena und Chrissy. War ein toller Austausch und auch die Folge an sich habe ich zwar so ein bisschen mit gemischten Gefühlen betrachtet, aber ich finde trotzdem, dass Game of Thrones eine großartige Serie ist, die ja ganz viel Tiefgang hat, die viel Spannung hat und ja auch gerade mit diesen Machtspielchen doch schon, glaube ich, auch ja eine Messlatte gemacht hat für andere Filme und Serien. Und ja, hat mir gut gefallen. Am Montag ist es ja dann schon soweit, dass es die letzte Folge der 7. Staffel gibt. Es ist geplant, ein Hangout am Dienstag. Ich weiß aber leider noch nicht, wo. Haltet da einfach mal Montag, Dienstag die Augen auf. Ich denke, dann werden wir verkünden, wo wir sein werden. Ich hoffe, dass es bei mir auch klappt. Ich habe es mir fest eingeplant, habe aber aktuell das Problem, dass
ja, der Switch von der Telekom zu 1&1 sich so ein bisschen hinauszögert und die Telekom sozusagen jetzt schon beendet ist und 1&1 aber erst in der Woche angeschlossen wird, ich zwar so einen WLAN-Stick, also so einen Internet-Stick habe, ich hoffe, dass der einfach ausreichend ist für das Hangout, ich bin da sehr, sehr gespannt und werde dann auf jeden Fall dabei sein, eingeplant ist es. Und ich habe auch meine Arbeitsschicht so gelegt, dass ich Dienstag mit dabei sein kann und freue mich da schon sehr. Denn ich denke mal, dass die letzte Folge doch noch viele Fragen aufwerfen wird. Ich meine, es ist ein Staffelfinale. Man will natürlich die Neugier auch hochhalten, damit man dann sich auf die 8. Staffel freuen kann, die wahrscheinlich erst Anfang 2019 kommen wird. Denn man fängt jetzt erst im Oktober mit den Dreharbeiten an und man braucht eben winterliche Gegebenheiten und kann dann natürlich nicht im August drehen, aber ja, es ist schon langes Warten, also 1,5 Jahre, das ist halt immer so auch mein Gedanke eigentlich, warum ich ungerne Serien anfange, die noch nicht fertig sind, weil man halt immer warten muss und ich bin einfach nicht so der große Freund von Warten, bin halt auch sehr ungeduldig, ne? Ich fand das von Chrissy ganz schön, die gesagt hat beim Hangout, am Mensch, die Vorfreude ist die schönste Freude, da gebe ich ihr recht. Aber wenn man halt so 1,5 Jahre, ich weiß nicht, ob nicht manchmal auch das Interesse einfach mal abflaut und man dann einfach mal so ein bisschen raus ist. Ich weiß es nicht. Mein Game of Thrones neigt, glaube ich, nicht dazu. Aber man wartet ja auch noch auf das 6. Buch und viele warten da schon jahrelang und üben sich in Geduld. Ich weiß nicht, ob es so geschickt ist, dass so Bücher so lange brauchen. Ich weiß nicht, ob man da nicht auch Leserschaft so ein bisschen verliert und der Leser dann halt nach 7 Jahren auch gar nicht mehr weiß, oh, wo endet denn jetzt eigentlich die Geschichte? Ich weiß es nicht. Ist so ein bisschen fraglich, aber es sind so meine Gedanken. Und ansonsten diese Woche, wettertechnisch ab Mittwoch war schön, war typisch. Kaum, dass ich wieder in die Arbeit gehe, gibt es das schöne Wetter. Fand ich aber nicht schlimm. Wir haben die Abende dann schön auf der Terrasse verbracht und wir haben auch ein bisschen gegrillt. Und das finde ich immer schön. Und dann kann man auch nochmal so ein bisschen den Urlaub nachholen. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin im Oktober eine Woche im Urlaub und das ist für mich gar nicht so schlimm, dass mein Urlaub jetzt nicht ganz so sonnig und heiß war, auch wenn ich finde, dass es halt einfach kein richtiger Sommer war, aber es ist ja immer Geschmackssache und ich freue mich halt jetzt auf den Oktoberurlaub, wo ich denke, da habe ich auf jeden Fall eine Woche Sonne und heißes Wetter und freue mich da wirklich drauf und das ist so meine Sommerverlängerung und danach kann dann gern der Herbst kommen. Ja, ich möchte noch keinen Winter im Oktober. Ich bitte erstmal noch um einen schönen goldenen Herbst, wo man wunderbare Herbstspaziergänge machen kann, Kastanien sammeln kann, Blätter sammeln kann und ach ja, so schöne, wunderschöne Lichtfarben dann auch am Himmel hat. Und ja, aber ich komme in Schwafeln. Ansonsten war diese Woche nicht allzu viel los. Ich habe halt wirklich auch in den letzten 2 Urlaubstagen noch so ein bisschen was getan im Haus, in der Wohnung. Es kommen jetzt nächste Woche noch Außenrollos an die Zimmer, die noch keine haben. Und das sind dann auch so ziemlich die letzten Umbauarbeiten im Haus. Bei meiner Mama unten, also bei meinen Eltern unten, gibt es noch so ein bisschen was zu tun, was den Umbau angeht. Aber ich denke, das kriegen wir dieses Jahr auch noch hin. Und dann war dieses Jahr doch ein sehr Haus-, Wohnungs-, Renovierungs-, Umstellungs-, Umbau, ja, sozusagen. Ja, so ist es manchmal. Ja, aber ich glaube, wir müssen das Video jetzt auch gar nicht länger, ich glaube, ich habe nichts vergessen, nein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß, vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch, das ich gelesen habe oder das wir jetzt vielleicht auch in den beiden Lesegruppen lesen, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare oder ob ihr auch dabei seid, würde ich mich sehr, sehr freuen und wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.